Das heisst für mich, das sind Zähne, die nicht wehtun, wenn man etwas isst. Das sind Zähne, die nicht irgendwie gewackelt oder irgendwie komische Verfärbungen haben. Das gehört bei mir zu einer guten Gesundheit. Wenn ich möglichst keine Löcher habe. Das sind einfach starke Zähne. Ja. Dass ich gut beissen kann. Starke Zähne kann man ganz einfach ausdrücken, wird passiert dann, wenn Fluorid in Zahnschmelz eingebaut wird. Was zu einer Erhöhung der Widerstandskraft gegenüber Säuren, die im Zahnbelag gebildet werden, entsteht. Ich benutze Fluoridgel überhaupt nicht. Ich kenne das gar nicht. Ja, ich benutze Fluoridgel. Brauche ich auch, aber sehr unregelmäßig. Gegen Kariesvorbeugung. Und die Zähne widerstandsfähiger sind gegen Säure. Das baut den Zahnschmelz wieder auf, glaube ich. Fluorid ist natürlich Spurenelement, das im Mineralwasser, aber auch im Hallenwasser vorkommt. Es wird gebraucht, um die Knochen und auch die Zähne aufzubauen. Fluoridgel hat einfach mehr Fluorid drin. Wenn ich mehr Fluorid habe, habe ich eine bessere Wirkung. Eine Deckschicht auf dem Zahn tut sich bilden und die Deckschicht die schützt den Zahn vor Karies. Wenn man zu häufig den Fluoridgel anwendet, ab einem Alter von 8 Jahren, kann keine Schmelzfluorose mehr im Zahn passieren. Schmelzfluorose, darunter versteht man also eine wolkige, weisse Einlagerung im Zahnschmelz. Das kann aber nur passieren bei Zähnen, die noch im Knochen sind und der Zahnschmelz noch nicht fertig gebildet worden ist. Also die Intensivfluoridierung eignet sich ab dem 6. Lebensjahr. Wichtig ist, dass Kinder ausspucken können. Dann besteht häufig die Meinung bei vielen Erwachsenen oder jungen Erwachsenen, dass Schleianwendungen eigentlich nur etwas für Kinder ist. Viele haben dann auch das Gefühl, dass sie, wenn sie die ganze Schulzeit eingeschleiert haben, dass sie dann nachher wie einen lebenslangen Schutz haben, also wie eine Impfung. Und das ist ein Irrglaube, das stimmt nicht, weil sobald man nicht mehr Fluoridgel regelmäßig anwendet, nimmt auch der Kariesschutz wieder ab. Denn auch Erwachsene sind heute besonders gefördert durch all die neuen Ernährungsweisen oder auch Getränke, wie zum Beispiel Sportlergetränke, Energydrinks, die häufig sehr viel Zucker drin haben. Und profitiere so, wenn man regelmäßig den Fluoridgel anwendet, von dem zusätzlichen Schutz vor Karies. Fluoridgel tut man im Großen und Ganzen einmal pro Woche, zum Beispiel am Sonntagabend, anwenden. Man nimmt Fluoridgel auf die Fingerkuppe und tut es nach dem Zähneputzen einstreichen. Wichtig ist, dass man nachher sicher nicht tut, ausspülen. Man kann aber auch das Fluoridgel auf die Zahnbürste auftragen und normal Zähne putzen. Um die Zähne das Leben lang gesund zu erhalten, gibt es einfache Massnahmen. Die erste ist sicher die Ernährung. Man sollte nicht zu viel in den Naschen Süßes, sondern das Süße, wenn überhaupt, nur als Dessert bei der Hauptmahlzeit nehmen. Das zweite ist ganz sicher eine gute Zahnreinigung. Man sollte zweimal, wenn möglich dreimal, Zahn reinigen mit Fluoridzahnpasta. Und auch nicht schlecht ist, wenn man zum Kochen Fluoridkochsalz brauchen. Das sind einfache Massnahmen, die uns helfen, die Zähne gesund zu halten.